Erich Mielke, der Chef des Geheimdienstes. Minister im Ministerium für Staatssicherheit. Er war der Kopf hinter den Schatzsuchen. Es war dieser Drang bei Erich Mielke, eben immer der Beste zu sein und immer Erfolge zu haben. Er wollte glänzen, er wollte das Bernsteinzimmer finden, um damit die Kremlführung zu beeindrucken. Und er wollte natürlich auch...